Oberkotzauerin, liebe Oberkotzauer, ich bin Alexander König, Landtagsabgeordneter, schon ziemlich lang, wie man sieht, wenn man die Frisur anschaut. Und es ist auch nicht meine erste Demo für die Ortsumgehung von Oberkotzau. Früher haben wir demonstriert, um die Staatsregierung zu beeindrucken. Als der Rechtsstreit zu Ende war, hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass wir überhaupt keine Demo mehr haben müssen. Aber so ist es in der Demokratie. Das ist auch irgendwo auch legitim. Wir stehen heute da, um zu überzeugen, um die Oberkotzauerinnen und Oberkotzauer nochmal zu überzeugen. Worum geht's? Es geht zum einen um die Lebensqualität im Ort. Das ist von einigen Vorrednerinnen und Vorrednern schon hervorragend ausgeführt worden. Aber, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es geht auch um die ganze Region. Es geht auch um die Menschen, die gar keine andere Möglichkeit haben zurzeit, als jeden Tag beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit nach Hof aus dem Fichtelgebirge kommend durch Oberkotzau zu fahren. Ich glaube, die Menschen in der Region wären gerne bereit, außerrum zu fahren. Sie würden sich freuen, wenn sie außerrum fahren könnten. Und deshalb geht es zum einen um Oberkotzau, um die Lebensqualität in Oberkotzau. Es geht aber auch um die Entwicklungsmöglichkeit in der ganzen Region. Und auch dafür ist diese Ortsumgehung eminent wichtig. Deshalb, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte ich Sie, kämpfen Sie. Und zwar wird nicht am 14. März entschieden. Am 14. März wird nur ausgezählt. Entschieden wird schon jetzt. Alle Oberkotzauerinnen und Oberkotzauer haben ihre Wahlunterlagen bekommen. Und es wird jetzt entschieden. Jetzt in der Minute. Heute Abend. Morgen am Frühstückstisch. Am Sonntagnachmittag. Und deshalb kommt es jetzt darauf an, nochmal eindringlich zu werben für die richtige Entscheidung für die Ortsumgehung. Und es ist wunderbar, dass Sie alle da sind und ich danke Ihnen dafür sehr herzlich. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt da viele Menschen, die jetzt gerade nicht kommen können, die es vielleicht verpasst haben, die arbeiten müssen, die irgendwas anderes vorhaben. Und deshalb bitte ich Sie und appelliere ich Sie an Sie, sprechen Sie mit den Menschen in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrem Familien, in Ihrem Freundeskreis. Nehmen Sie sich notfalls das Telefonbuch nochmal vor. Auch diese altmodischen Dinge wie ein Telefonbuch sind noch für was gut, ja. Man kann es mal vor sich hinlegen und einmal anmarkern, Mensch, mit dem müsste ich nochmal reden, mit der müsste ich nochmal reden und hier müsste ich nochmal anrufen und dort müsste ich nochmal anrufen. Und so wird am Ende entschieden. Nur jene zählen, die zur Wahl gehen. Und nur dann wird es eine Mehrheit geben, wenn auch die Mehrheit, die das haben will, zur Wahl geht. Und deshalb bitte ich Sie sehr herzlich, appellieren Sie an Mitbürgerinnen, an Mitbürgern, an Menschen, die Ihnen verbunden sind, an Menschen, die Sie kennen im Ort. Eigentlich kennen sich doch alle gegenseitig. Sprechen Sie mit den Leuten. Vieles ist für die Leute, glaube ich, auch immer noch verwirrend. Ja, der Achim Hager hat es ja hervorragend ausgeführt, was auch so alles an Falschmeldungen also in die Welt gesetzt wird, um die Leute auf irgendeinen Pfad zu bringen. Ich bitte Sie, sprechen Sie mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern, damit richtig entschieden wird. Dann wird am 14. März ausgezählt und da werden dann nicht mehr die Argumente gezählt, sondern werden nur noch die Stimmen gezählt. Und deshalb kommt es jetzt darauf an, ich bitte Sie wirklich sehr herzlich, übernächste Woche ist es wahrscheinlich schon zu spät, jetzt nochmal tätig zu werden. Und noch ein Wort zum Freistaat Bayern. Ich bin ja einer der Landtagsabgeordneten. Ich denke, wir haben lange gekämpft. Wir haben uns dann alle gefreut, als es soweit war, dass es geklappt hat, dass es auch rechtlich geklappt hat. Aber ich bitte Sie auch dafür um Verständnis. Natürlich, wir leben ja Gott sei Dank in einer Demokratie und es ist legitim, auch Mittel, die es gibt, also anzusetzen und Entscheidungen herbeizuführen. Und ich bitte Sie auch dafür um Verständnis. Es, auch jene, die also am 14. März nicht die Mehrheit haben, die heute nicht da sind, hoffe ich jetzt mal, ja, dass dann genau das gemacht wird, wie die Oberkotzauerinnen und Oberkotzauer abstimmen. Anders ist es auch überhaupt nicht denkbar. Ja, denken Sie das mal bitte zu Ende. Es kann gar nicht anders sein. Sie entscheiden, es kommt jetzt darauf an. Bitte gehen Sie zur Wahl. Bitte sorgen Sie für mehr Lebensqualität in der Ortsmitte von Oberkotzau und in Fadigau natürlich auch, Maria, damit wir dich nicht vergessen. Ja. Und sorgen Sie auch für die Region, für die ganze Region, für die Menschen, die gerne außen rumfahren würden, wenn sie könnten. Vielen Dank.